Schönen guten Tag, Leute. Willkommen zum neuen Part von Super Mario All-Stars Super Mario Bros. 3. Vor einer langen Zeit habe ich den Part 13 hochgeladen, beziehungsweise gestern. Und heute nehme ich Part 14 auf und so. Und wir starten einfach direkt mal mit diesem Level. Warum ich 28 Leben habe, wundert euch nicht. Ich habe ein bisschen gefarmt. Weil man ja ganz einfach ein paar Leben farmen kann. Wenn man weiß, wie. Boost. Aber nun ja, einfach, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil ich die letzten beiden Welten, oder die schwersten Welten, ohne Save States spielen möchte. Also, ich habe ja in den vorigen Welten Save States benutzt, einfach zur Bequemlichkeit, damit das LP nicht zu lang dauert. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich renne erstmal voll in den Koopa rein und ramm ja voll mein Gesicht in einen blöden Schildkrötenpanzer. Gut, einfach weil ich Hammer bin und so. Not. Nein, weil es einfach einfacher geht. Und man viel mehr reißen kann in dieser Welt. Also ich glaube, das Hammer-Suit wird das hier dominieren. Doch, man kann es doch kaputt. Finde ich gut. Da stehe ich doch drauf. Bam, bam, badam, bam. Kriegst einen Hammer. Daneben. So, hoch. Langes Leben. Wieder hoch. Friss den. Ich brauche ja eh kein Power-Up und so. Denn ich habe ja meinen Hammer. Plack. Der Hammer macht das alles viel einfacher. So, ich stelle mich jetzt runter. Ich stelle mich einfach drunter und plopp. Nein! Übergeschmissen. Okay, das war seltsam. Aber es hat geklappt. Au! Nein! So ein Scheiß. Und das Quietschen war scheiße. Burp. Burp. Und hopp. Machen wir weiter hoch. Dann haben wir hier diese Gegner. Die ich einfach mal scheiße. Nein! Blöder Arsch! Aber wahrscheinlich haben wir das Level jetzt beendet, weil die Level sind ja nicht sehr groß. Blume. Wuhu! Nice one! Gut! Nächstes Level müssen wir für in die Röhre gehen. Level 2. Verdammt, ich hatte nicht mehr ganz im Kopf, ob ich die kaputt machen kann oder nicht. Ich würde sagen. Und let it rip. Ah ja, da kann man ja auch voll erzählen. Wusstet ihr eigentlich, dass dieses Beybladen da, so hieß das doch, das mit den Drehkreiseln, das wird in meiner Schule jetzt noch von irgendwelchen kleinen Fünfklässlern praktiziert. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass es out ist oder so. Da. Aber scheinbar scheint es wirklich noch in zu sein. Also für diese alte Stufe und so. Push mich ja nicht runter. Dankeschön. So, ein paar Blöckis. Oder hau mir den Kopf an. Bam, bam. Da ist auch irgendwo was drin, oder? Genau, hier. Dodum. Hier muss aber irgendwo was drin sein, sonst wären die Blöcke nicht da. Badam, 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 badam. Oder wollt ihr mir echt erzählen, dass hier nur jemand vor den Lolz und vor der Deko umgesetzt hat? Vor der Deko wäre richtig scheiße. Aber wir haben einen P-Switch, also... Ach, dafür ist das... schon versiebt bei denen. Da hätte man ein Leben farben können von den Münzen her. Ja, lass das Feuer. Hopp. No. Nein. Hopp. Arsch. Dodum. Du.
Pilz. Pilz hier. This one. Ha, gestoppt, Mann. So mit den größten Skills und so. Ach so. Okay, ich verstehe. Ich sollte mir eine Brücke bauen. No. Ich habe gerade gesehen, dass der da wieder raus wollte. Und das hat sich voll angehört wie das Simpsons. Naja. So, da müssen wir rüber. Okay. Geh bloß! Lass mich raten, das ist die kleinste Röhre. Jupp, ist es. So, jetzt noch hier rein und wahrscheinlich haben wir das Level geschafft. Und das ist nicht schlecht! Und das war scheiße! Denn es ist nur ein Stern. Blub. So, weiter geht's. Wir klemmten uns weiter durch die Röhren. Weil Röhrenlabyrinthe halt nicht toll sind. So. Nicht. Und Level 3, ein schönes grünes Graslevel mit Stern. Okay, 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 das können wir mal langsam vergessen, das ist scheiße. Nein. Wetten, der kommt gleich zurück und haut mir die. Die Gegner sind scheiße. Nein! Nicht du! Du blödes Wichsvieh! Verschwinde! Ich hasse dich! Grip 4! Kann ich dieses Level überspringen? So was? Ich hammer dich weg. Nein! Nein! Stern. Nee, schade. Münzen und Blöcke kann man damit nicht auslösen. Das war für den Arsch. So, so, so. Springen. Hüpfen. Power up. Den Arsch töten. Sehr schön. Drei Münzen. Braucht kein Mensch. Was zur Hölle? Warum bist du schon wieder da? Warum? Wie kann man in so eine Lücke reinspringen, wenn man nicht gerade völlig beschränkt und ein doofes, kleines, zweijähriges Kind ist? Was ich wohl gerade darstelle, in meiner Spielweise und Eleganz. Noch einer? Den habe ich aber eben nicht gesehen. Ich laufe einfach durch, ich laufe einfach durch, ich laufe einfach durch. Ich dachte, er bewirkt was. Irgendwas wenigstens. Nein. Run, run. Okay, 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 okay. Lass mich in Ruhe. Blöder Spaß. Nice one. Ein Leben. 27, das Ergebnis der beschissensten Matheaufgabe, die wir je in der Schule gestellt bekommen haben. Gestellt bekommt! Ja, wisst ihr was? Ich lass mich einweisen und wander irgendwie aus, wenn ich so eine Sprache drauf hab. Nächstes Gebiet ist das hier. Nein! Ich hasse Schwimmen, vor allem mit irgendwelchen dummen blauen Fischen, die mich verfolgen und verschwindet. Was zur Hölle seid ihr denn für Speedfische? Was habt ihr für Drogen genommen? Ach so, Mario. You mad? Yeah, I'm mad. Ach so, der bleibt immer auf einer Höhe. Okay. Das ist sehr gut. Und dass er dieser Blooper ist, war schlecht. Random Musik, die keinen interessiert. Okay. Ja, Minenfeld. Erinnert mich das irgendwie an das Spiel Findet Nemo?
No. Ja, das habe ich auch mal gespielt. Für PS2 war das. War sogar noch recht gut. Aber sonst sind eigentlich alle Spielverfilmungen. Filmspiele für den Arsch. Muss ich echt sagen. Meine Meinung. Und hier ist gerade so viel auf dem Bildschirm, dass es liked. No! This is bad. Ja, genau. Gib mir deine AIDS-Pollen. Will ich nicht. Nein. Verschwinde. Danke. Ja, produziere deine AIDS-Pollen und betreibe Photosynthese mit, was weiß ich. Blub und Level geschafft. Mit einem Stern. Wuhu. Nice one. Dann machen wir aber nach der Reihe noch Level 5. Einfach weil wir es können und weil hier ein Dings ist. Rob. Voll. Ach komm mal, dafür brauche ich noch keinen Pilz oder ähnliches. Spring einfach drüber. Oh, Wand. Okay, bringt alles in dieselbe Röhre. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Tschüss. No, da ist auch nichts drin. Also, weiter. Könnt ihr auch mal... Verschwindet! Weibliche Stimmen, sind diese nicht toll? Stehen wir nicht alle auf weibliche Stimmen? Strawberry Cake zum Beispiel. So. Upp. Dadurch. Hoch. Mit einem Kaiser-Hack wäre man da jetzt nicht mehr zurückgekommen. Nein. Ja, Jackpot, erwischt. Wollt mich verarschen? Achso, stimmt, da kommen wir wieder raus. Ich wollte nur den Pilz haben, weil... Für Drogen macht Mario doch alles. Haben will. Gib mir den... So, wir holen uns jetzt erstmal ein Federblatt. Ach, übrigens, über das Federblatt kann man ja auch viel Lustiges erzählen. Zum Beispiel in dem neuen Super Mario 3D Land gibt es das Federblatt wieder, beziehungsweise den Tanuki-Anzug, den Waschbär-Anzug. Und da gibt es jetzt eine... Wie soll man das sonst kriegen, bitte? Ach so, ja, gut, okay, man muss da rein und dann da schnell rüber und dann... Oder man macht es einfach so. Nice one. Cheater da. Cheater an die Wand. Mit Vollspeed. Und durch die Wand. Das letzte sollte nicht sein, aber es hatte halt nicht sollen sein. Stirb. Also nochmal, wo war ich denn? Peter ist so eine... Also nicht Peter, P-E-T-E-R oder Peter Enes, was weiß ich. Sondern... Peter, P-E-T-A, ist also eine Tierschutzorganisation und die haben schon gegen mehrere Spiele, sag ich mal, protestiert, dass die tierfeindlich wären. Zum Beispiel, weil Mario hier einen Waschbäranzug trägt, mit dem sei das ein Signal für die Menschen, dass Nintendo es erlaube, dass, oder beziehungsweise billige, dass Menschen Pelzmäntel tragen oder ähnliches. What the fucking bullshit? Aber naja, genug davon. Lasst uns wieder zu tollen Themen kommen, wie zum Beispiel dem Hunger in der Welt. Nein. Oder lieber einem Stern. Nice one.
Ich gehe mit dem Schwert zum Pilzhaus, damit wir uns hier aus seinen Boxen irgendwas holen können. I want something to eat! Habe ich gerade echt gesagt, I want something to eat und krieg einen Waschbär. Jetzt wird Peter natürlich extremst meckern gegen mich. Und dann werde ich noch als Let's Player oder als schlechtes Beispiel auf YouTube gebannt oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt auf diese Muncher Plants. Ist das ein random Level? Da komme ich nicht drüber. Ohne Anlauf. Just give it Anlauf! No, no! Kann man in so einem random Level verrecken? Au, das ist so ein Level. So, Leute, jetzt seht ihr eins der schwierigsten Level in Mario. Und ich werde sie cheaten. Cheater! Mies, ich bin so ein Cheater. Schaut euch an, ihr müsst da abwechseln. Weil da hier Gegner und diese blöden Todesblumen da rauskommen. Immer so in verschiedenen Timings auf die Dinger springen. Und das ist doch schon derbst asozial, oder? Da mag ich lieber meine Cheater-Methode. Und hol mir mein... vom P-Wing aufgeben, um einen P-Wing zu bekommen. Ist das nicht toll? Aber wenigstens komme ich noch weiter. Aber das erst, Leute, im nächsten Part, wenn wir das Castle versuchen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und... Facebook und Twitter, alles unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Part. Tschaußen und haut rein.